onanieren, masturbieren, sich einen runterholen, die Palme wedeln, was es nicht alles gibt. Also ich sag, glaube ich, meistens masturbieren selber. Wie sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Selbstbefriedigung hat viele Namen und trotzdem reden Leute sehr, sehr wenig darüber, weil sie sich schämen, weil es ein Tabu ist. Ist 10-mal am Tag zu viel? Ist es schlimm, wenn ich überhaupt noch nicht masturbiert habe? Und dann gibt es noch ganz, ganz viele Mythen rund ums Thema Selbstbefriedigung. Der Penis wird davon krumm, man wird blind, es ist ungesund, es ist wie Fremdgehen, man bekommt Pickel. Und ach ja, 1000 Schuss und dann ist Schluss. Tatsächlich werde ich diese Dinge sehr oft gefragt und fast immer antworte ich mit alles Quatsch. Und ich als Urologe habe 4 Gründe für euch, die das beweisen. Bei der Masturbation wird das Belohnungszentrum in unserem Gehirn aktiviert, es werden Botenstoffe wie Dopamin ausgeschüttet und das Glückshormon Serotonin wird freigesetzt. Beides sorgt dann für ein gutes Gefühl. Stress wird abgebaut und sorgt dadurch zum Beispiel auch für einen besseren Schlaf. Außerdem wird beim Orgasmus das Hormon Oxytocin ausgeschüttet, besser bekannt als das Kuschel- oder Bindungshormon. Denn dieses sorgt für viele positive Gefühle, wie zum Beispiel Freude, Vertrautheit, auch mit dir selber. Das heißt, du fühlst dich auch danach verbundener mit dir selbst. Wer sich selbst und seinen Körper besser kennt und mag, der ist zufriedener und spiegelt das Ganze auch seiner Umwelt wider und ist netter zu anderen Personen. Neben den eben genannten Hormonen werden außerdem Endorphine freigesetzt und diese sind schmerzlindernd. Diese Endorphine sorgen zum Beispiel auch beim Runner's High dafür, dass ihr, wenn ihr sehr, sehr viel lauft und eigentlich Schmerzen haben müsstet, diese nicht spürt. Psst. Also ich persönlich würde sagen, dass Masturbation der einfachere Weg ist, um an Endorphine zu kommen, aber Laufen ist natürlich auch in vieler anderer Hinsicht gesund. Masturbation kann außerdem bei Menstruationsbeschwerden helfen, da es Krämpfe auflöst und für Entspannung sorgt. Und dabei hilft ein Orgasmus nicht nur bei Unterleibsbeschwerden, sondern zum Beispiel auch bei Kopfschmerzen. Schmerztablette, masturbieren, masturbieren, Schmerztablette, masturbieren. Es gibt Studien, die sagen, dass eine regelmäßige Masturbation mit Ejakulation gegen Prostatakrebs hilft, dem häufigsten Tumor beim Mann. Die Prostata ist eine Drüse im männlichen Körper und bildet den Hauptteil des Ejakulats. Wird diese regelmäßig trainiert und auch durchgespült, beugt das Prostatakrebs vor. Ähnliches gilt für vieles Trinken, das verhindert Nierensteine oder wenn du Sport machst, trainiert das natürlich dein Herz. Aber liebe Männer, das heißt nicht, dass ihr nicht zur Prostatakrebsvorsorge gehen soll, wenn ihr viel masturbiert, denn das senkt zwar das Risiko, aber es hebt es nicht auf. Häufiges Masturbieren und Ejakulieren ist also gesund, aber auf TikTok wurde ich auch gefragt, kann man auch zu viel masturbieren? Als Urologe würde ich ganz klar sagen, nein, kann man nicht. Aber aufpassen solltest du, wenn die Masturbation zur Sucht wird. Das heißt, wenn du vor lauter Masturbieren nicht mehr deine Freunde treffen willst, nicht mehr zur Schule gehst oder das Ganze dein Leben beeinflusst, dann ist es zu viel. Wichtig wäre noch zu sagen, dass es natürlich überhaupt nicht schlimm ist, wenn du keine Lust auf Masturbieren hast. Das ist völlig okay. Immerhin 57% der Menschen sprechen offen mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin über das Thema Selbstbefriedigung in der Beziehung. Aber das heißt auch, dass viele Leute nicht drüber reden und manche sogar lügen. Dabei wissen viele nicht, dass sich Solosex sogar positiv auf eine Beziehung auswirkt, vor allen Dingen, wenn man drüber redet. Wer regelmäßig masturbiert, lernt sich und seinen Körper besser kennen. Das heißt, man weiß, auf welche Berührungen man steht oder wie schnell man es gerne mag. Das Ganze kann man dann seinem Partner oder seiner Partnerin verraten. Denn wenn du nicht weißt, worauf du stehst, wie soll es dann dein Freund oder deine Freundin wissen? Wir haben ja am Anfang im Video gelernt, dass du durch Masturbation selbstbewusster und auch glücklicher wirst. Und das ist für jede Beziehung gut. Wie ist das bei euch? Redest du mit deiner Freundin oder deinem Freund offen über das Thema Selbstbefriedigung? Schreib's gerne in die Kommentare. Noch mehr Themen und Videos gibt's bei Dr. Sex auf TikTok und folgt uns gerne auch hier.